Ja, sehr lieb. Wir arbeiten wieder in der Analysis. Wir betrachten eine Abituraufgabe, die hier an der Tafel hängt. Wir werden uns das gleich anschauen. Dabei geht es wieder um zwei Funktionen, die eine Fläche einschließen, aber wir lassen uns das Ganze mal von der Samira erklären. Bitte. Die Fassade des Vogelhauses eines Zoos soll ein Fenster in Gestalt eines stilisierten Vogels erhalten. Die Wand hat eine quadratische Grundfläche von 7 Meter Kantenlänge. Die Konturen von Kopf, Rumpf und Schwanz des Vogels werden durch die Graphen der Funktion f und g mit f von x ist gleich minus 0,1x hoch 3 plus 1,05x Quadrat minus 2,3x plus 3,15, wobei x eine reelle Zahl ist. Wie g von x ist gleich minus 0,25 zum Quadrat plus 2x, dabei ist auch x eine reelle Zahl. Beschrieben. Die Flügel gehören nicht zur Fensterfläche, sie sollen wie das Auge nachträglich aufgemalt werden. Berechnen Sie die Schnittstelle der Graphen von f und g. Bestimmen Sie jeweils den Flächeneinhalt der Glasflächen von Schwanz, Rumpf und Kopf. Ermitteln Sie, wie groß der prozentuale Anteil der Fensterflächen an der Gesamtfläche der Fassade ist. Ja, wir betrachten hier nur die ersten drei Aufgaben. Wie gesagt, die Aufgabe sehen wir gleich nochmal separat. Es geht so los, dass wir uns den Ansatz anschauen. Wir betrachten die beiden Funktionen. Die müssen gleichgesetzt werden, weil ja die entsprechenden Schnittstellen gesucht sind. Das haben wir hier gemacht. F von x war 0, also minus 0,1x hoch 3 plus 1,05x Quadrat und. Und die g-Funktion minus 0,2x Quadrat plus 2x. So, dann versuchen wir die rechte Seite mit nach links zu bringen, damit wir dann rechts 0 haben. Das haben wir hier getan. Wir erhalten eine Gleichung wiederum dritten Grades und wir sehen, dass die Werte wieder relativ unangenehm sind. Deshalb müssen wir eine Nullstelle finden. Und durch Probieren ergab sich die Nullstelle x1 gleich 1. Das bedeutet für uns, dass wir wieder eine Polynomdivision durchführen. Haben wir gemacht, die Funktion, hier steht sie, Kamera sieht das genau, durch x minus 1, dann haben wir minus 0,1x hoch 3 durch x, das sind minus 0,1x Quadrat, dann müssen wir wieder mit dem Wert den Divisor multiplizieren, erhalten dann minus 0,1x hoch 3 plus 0,1x Quadrat. Wir subtrahieren, erhalten 1,15x Quadrat minus 4,3x und so weiter. Ich glaube, das können wir uns ersparen. Man hätte natürlich auch sofort diese Gleichung hier durch minus 0,1 dividieren können. Dann wird der Rechenaufwand ein bisschen geringer. Vom Prinzip her macht es aber nichts. Wir erhalten wieder eine Gleichung, die vom Grad her um 1 reduziert ist, also eine quadratische Gleichung. Das ist diese. Und diese quadratische Gleichung gestalten wir so, dass wir die Normalform uns anschauen. Da müssen wir durch minus 0,1 dividieren. Und es ergibt sich dann x² minus 11,5x plus 31,5 gleich 0. Und mit Hilfe der PQ-Formel erhalten wir dann x23 gleich 5,75 plus minus Wurzel aus etwa 1,6, sodass sich zwei Ergebnisse ergeben. x2 ist 7 und x3 ist 4,5. Das sind die Schnittstellen, die wir in der Skizze haben. So, jetzt geht die Kamera hier nochmal ein bisschen nach rechts. Wir bilden jetzt die Differenzfunktion nochmal. Eigentlich habe ich sie hier schon gebildet. Dann erhalten wir diese
Funktion und von der muss ich jetzt drei Integrale bilden, und zwar einmal in den Grenzen von 0 bis 1, dann von 1 bis 4, 5 und dann von 4, 5 bis 7, Mert. Aber meine. Okay, die Funktion steht hier, Kamera zeigt es genau, dort. Das Integral, die Lösung des Integrals wäre ja minus 0,1 mal x hoch 4 Viertel plus 1,25 mal x hoch 3 Drittel minus 4,3 x Quadrat halbe plus 3,15x. Das Ergebnis haben wir ja dann hier so eingeklammert, gleichen das mal so, und dann in den Grenzen von 0 bis 1. Dann setzen wir zuerst die 1 ein, rechnen das aus, und in dem Fall ist es einfach, dann käme also hier minus 0. Machen wir es mal so. Das Ergebnis, und zu diesem Ergebnis sind fast alle gekommen, liefert uns einen Wert von etwa 1,39, und die Einheit waren der Quadratmeter. Bei dem zweiten Integral, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, das geht von 1 bis 4, 5, da kommen wir auf einen Wert von 3,04. Und schließlich beim dritten, der ist noch aufwendiger, weil die Grenzen von 4, 5 bis 7 verlaufen, da kommen wir auf einen Wert von 1,24 Quadratmeter. Wer das noch nicht geschafft hat, das müsst ihr wirklich üben. Denn das sind Dinge, die auch im Abitur sind, die sind rechenaufwendig, kosten also immer ein bisschen Zeit. Man kann sich sehr schnell dabei verrechnen. Das ist ganz normal, deshalb muss man üben. Diese drei Flächen, jetzt gehen wir rüber, werden addiert, sodass wir zu einer Gesamtfläche kommen von 5,67 Quadratmetern. Nun wurde gefragt im Punkt 3, dass wir den prozentualen Anteil dieser 5,67 Quadratmeter von der Gesamtfassade betrachten. Die Gesamtfassade beträgt 7 mal 7 Meter, das sind also 49 Quadratmeter. Und dann kann ich über den Dreisatz gehen, das bedeutet 49 Quadratmeter setzen wir mit 100%. Dann sind 5,67 Quadratmeter entsprechend x. Und dann setze ich 49 zu 5,67 gleich 100 zu x, löse nach x auf und habe x gleich 5,67 mal 100 durch 49. Und das sind ja 100%, das sind dann rund, na sagen wir, 12%. Also der Anteil beträgt rund 12%. Es ist noch ein Punkt 4 angegeben, da geht es dann darum, dass das Ganze gestrichen werden soll mit Farbe. Und dann muss man natürlich wissen, wie viel Farbe man pro Quadratmeter benötigt. Außerdem könnte man fragen, welche Kosten da vorhanden sind, was kostet ein Liter Farbe. Aber das sind eigentlich Pipifax-Aufgaben. Aber bringt Punkte für uns. Bis hierher.